Aber ja, gut. Weihnachtsspiel ist weihnachtlich. Ja, ich hoffe, das ist der Endboss, dass man einfach mit einem großen Hammer den Donald haut. Okay, aber das ist Home Alone 2 Lost in New York. Press Start to play. Ist das jetzt eine Story? Nee, das waren die Credits, ne? Credits, okay. Verdammte Trump. Okay. Der Concierge of the Plaza Hotel. Ich habe den ersten habe ich noch nicht durch, nein. I'm alerting the other hotels around. As a little vagabond using credit cards. Gott, der kann doch nicht langsamer sprechen. Kevin! Ich habe auch den Film nicht gesehen. Also, keine Ahnung. Ist auch egal, oder? Die beiden kenne ich, weil ich habe den ersten Film gesehen. Die reden echt langsam. Ja, ich denke, ich habe den ersten gesehen, deswegen kann ich mir vorstellen, was im zweiten passiert. Das ist wahrscheinlich so einer von diesen Filmreihen, wo einfach. Die benutzen das verbotene Twitch-Wort! Ich bin gebannt! Jetzt werde ich gebannt. Hallo, seht ihr mich noch? Könnt ihr mich noch sehen? Oh, da kann ich jetzt nicht mal was für. Rip, okay. Ich habe schon vorhin gemerkt, dass der mich einfach umbringt. Oh Gott, der Sprungsound. Ich würde ganz gerne erstmal meine Sachen testen, aber der Typ bringt mich einfach um. Wird einfach umgebracht. Muss das Spiel so hektisch anfangen? Was war das jetzt? Ich habe Geld verloren. Hilfe. Darf ich einmal das Spiel kapieren? Geiler Sprungsound. Habe ich ein Zeitlimit? Ich habe kein Zeitlimit. Wundert mich fast. Wir können diesen Soundeffekt jetzt die ganze Zeit hören. Ich starte mal den Timer. Übrigens. Okay. Ich mag auch seine Idle-Animation. Er vergisst nämlich einfach immer mal 3 Sekunden zu atmen und dann. Ich muss atmen. Scheiße, ey. Okay, was machen die Tasten so? Außer springen. Ich habe vorhin so eine Kette geworfen und wenn ich Pizza sammle, kann ich da anscheinend Leben durchholen. Kann mich so komisch hinhocken. Und alle anderen Tasten machen aktuell nichts. Wie man sieht, ich kann hier alles drücken. Passiert nicht gerade viel. Das hat mir Schaden gemacht, okay. Eine Pistole. Okay, die kann ich schießen. Staubsauger, ja. Springe ich mal rüber. Ich kann da reingehen. Ach so, das Geld fliegt irgendwie aus Sachen raus. Bringt mir Score, okay. Hier ist aber sonst. Ah doch. Da war eine Waffe. Waffen kann ich mit L und R wechseln, okay. Der könnte stärker sein. Pizza. Eine Kette, die konnte ich so werfen, habe ich gesehen. Also hier ist überall alles versteckt. Egal, passt schon. Ja, ich glaube auch, ja. Alter, die Oma. Yoda-Oma, ey. Alter, what the fuck? Ich spiele sie jetzt schon komplett auf Droge, aber die kann ich umbringen. Alles klar. Was fällt da runter? Böller, alles klar. Oh. Warte, worauf bounce ich?
Wenn ich Sprung gedrückt habe, bounce ich auf Sofas. Oder auch nicht? Warum bin ich da gebounced? Auf den Polstern. Oder was? Hä? Wenn ich genau da Sprung... Ich verstehe es noch nicht. Okay, ich kann da bouncen, wenn ich Sprung gedrückt halte. Aber es klappt auch nicht immer. Ich muss da eine gewisse Zeit warten. Nein, ich verstehe es nicht. Einmal wieder weggehen, wieder raufgehen. Nein. Das ist weird. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Egal. Ignorieren wir das. Der wirft mit Schlüsseln. Kann ich die einsammeln? Ne. Die sind alle so aggressiv hier irgendwie. Ist ja schlimm. Macht mir Schaden. Die kann ich nicht besiegen. Ich muss da drüber springen. Ah, gibt es eine Renntaste? Ich glaube nicht. Ah, da kann ich drunter durch am besten. Kann ich schon mal sagen, dass das Spiel ein bisschen weird ist? Findet das noch wer irgendwie so? News. Gehen wir mal rein. Charlie Chaplin hier. Die Typen sind aggressiv. Dann kann ich dran vorbeigehen. Hier kriege ich lediglich Munition. Okay. Ist das auch von THQ, das Spiel? Na, okay. Der ist ja richtig aggressiv hier. Da kann ich jetzt nicht drauf bouncen, oder was? Der Eimer macht mir Schaden, okay. Ich habe übrigens auch schon Leben... Oh, hier, der Boden ist rutschig und das ist closed. Okay. Ich erwarte auch, dass es... Ich erwarte, dass es so ein Spiel ist. Warum ist er immer noch hinter mir her? Iframes gibt es auch nicht wirklich. Nächstes Leben weg. Okay, Game Over. Und lass mich raten, von vorne das Spiel. Ja, Title Screen. Alles klar. Oh boy. Ich habe das Gefühl, das wird ein schweres Spiel auch. Und will hier genau wissen, was man macht. Ist unnötig schwer, ist dieses Spiel. Also hier bringt es nicht wirklich was, wenn ich da reingehe, habe ich das Gefühl. Pizza bringt mir Leben, denke ich mal. Wie komme ich an dieser Oma vorbei? Ohne die abzuschießen, dachte ich mir gerade vielleicht mal. Bin mir noch nicht sicher, warum ich da warpen kann. Von mir aus. Gucken, ob mich dieser Typ mich dieses Mal auch verfolgt. Ah, hier ist der Boden rutschig. Stimmt. Will ich, ach, das will man tatsächlich einsammeln. Es bringt Score, was auch immer Score bringt. Okay, den habe ich jetzt gedrückt. Oh, habe ich wieder gedrückt, okay. Muss ich das öfter drücken? Okay. Ich meine, das ist Logik. Man muss den Knopf immer so oft drücken wie möglich. So, ich meine, so funktioniert das im wahren Leben auch. Wenn man den Knopf ganz schnell oft drückt, dann kommt der Fahrstuhl. Kann ich mir irgendwo aussuchen oder ist das einfach scripted, wo ich rausgehe? Ich würde gern in den 69. Stock. Ich glaube, das ist gar nicht so weit gegriffen. 11. Okay. Den kann ich nicht drücken. Übrigens gut, dass ich da den X-Knopf für drücken musste. So, wir sind schon mal weiter.
Neuer PB. Oh Gott, der Mann mit dem Essen. Ich habe noch nie so viel Angst gehabt. So, 80 Euro Frage. Kann ich auf seinen Beistelltisch springen? Oder ich kann in dieses Zimmer rein. Und wilde Sachen auf dem Bett machen. Zum Beispiel hinhocken. Oder springen. Da kann ich nicht rein. Okay. Schade. Nein, in Bob ist geschossen. Oh, einen One-Up habe ich gekriegt durch Pizza, okay. Pizza. Aggressive Oma, ey. Das ist echt Yoda. Ich will eigentlich eine Methode versuchen, wie ich an der vorbeikomme, ohne Schaden zu kriegen. Holy shit. Hier will ich gar nichts, oder? Wieder raus. Diese automatischen Staubsaugerroboter soll man nicht unterschätzen, ey. Aber hier muss ich gar nicht lang. Muss ich doch das Hausmädchen besiegen, oder was? Ich glaube nicht. Oh, was ist das? Irgendwas gefunden und ich bin tot. Irgendwas gefunden. Natürlich ist das wichtig. Will ich auch nicht. Ich kenne den Film nicht, keine Ahnung. Was relevant ist irgendwie. Muss ich das wiederfinden? Ich muss es wiederfinden, natürlich. Und benutze das Taschentuch oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Holy shit! Ist das im Film? Dann will ich den gucken. Auf einmal habe ich hier Sonic-Sprünge. Macht das Schaden oder ist das irgendwie sonst cool? Screw Attack. Stimmt. Das ist die Screw Attack! Kevin, was ist los mit dir? Eieiei, ich habe Screw Attack gefunden. Nicht schlecht. Niemand hält mich davon ab, den Knopf noch weiter zu drücken, ne? Die Screw Attack. Oh, behalte ich das ganze Spiel? Da habe ich tatsächlich eine gute Attacke. Attacke Lost in Brinstar. Alter, MVP. Jetzt hier noch eine Bazooka. Was? Oh, das habe ich verloren. Ich habe das verloren. Oh nein. Schade. Okay, wenn man getroffen wird, dann verliert man die Screw Attack. Sehr schade. Die war ziemlich gut, ja. Ich will jetzt schon alle einmal checken, die Zimmer. Ich muss wahrscheinlich nicht in jedes rein. Keine Ahnung, ob ich bis ans Ende gehen muss oder was triggert, dass ich weitergehen kann. Ich kann hier nämlich schon weiter. Na gut. Also wenn ich einmal kurz aus dem Bild gehe und wiederkomme. Okay. Leider nicht. An Order. Ich glaube nur der Regenschirm macht Schaden. Kann das sein? Was war das? Munition. Die ist relativ wichtig. Ich gehe jetzt mal zurück. Einfach mal zum Testen. Ich kann zurück. Ich muss gar nicht bis ans Ende gehen. Dann machen wir das nicht. Die Frage, wie weit ich wirklich gehen muss. Beim nächsten Mal würde ich mir aufschreiben, was in welcher Etage wichtig ist. Jo, mach's gut, Stevel. Bis denn. Ich gehe jetzt mal zurück. Bis zur ersten, zweiten Lampe. Reicht nicht. Ich denke, ich muss einmal aus dem Screen und wieder zurück. Ich
muss mir halt aufschreiben, was wichtig ist und was nicht. Aber wer, ganz ehrlich, wer schneidet seine Pizza in 6 Stücke? Ich bin bei der 8er Gang. So, ich schreibe mir jetzt, ich fange mir jetzt an aufzuschreiben, welcher Etage wichtige Sachen sind. Munition oder was? In meinem Textdokument namens Kevin. Das ist Etage 15. Nix. Nee. Oh, das. Wow, der ist brutal. Ich habe jetzt leider keine Munition mehr mit der Waffe, was ein bisschen schade ist. Boah, in der Mitte gefaltet. Ah, oh, das ist doch abartig. Gekillt mit einer Perlenkette. Aber jetzt habe ich irgendwie Hunger auf Pizza gekriegt. Hm, schlimm. Gerollt. Oh, jetzt wird es aber wirklich widerlich, ey. Holt euch gleich eine Calzone, ey. Was ist das? Oh, Alkohol. Ich bin super, Kevin. Nicht schlecht. Oh, hier ist Bosszeit wieder, oder was, ne? Okay, habe ich jetzt nicht gecheckt, ob hier irgendwas ist. Aber in 16.1 gibt's, einen Stern schreibe ich einfach mal auf. Abgekratzt und danach gegessen ist. Wer bekommt da solche Ideen, ey? Oh nein, ey. Also das habe ich wirklich noch nie gehört. So, wenn jetzt ein Boss kommt, ich habe keine einzige Waffe aktuell. Mal schauen. Alter, man kann auch keinen längeren Fahrstuhl bauen. Ich langweile mich jetzt schon. Alter. Danke. 3 Schüsse habe ich. Aber jetzt kommt ein Boss, ne? Der macht Instant Death. Sehe ich das richtig? Aber hinten Pizza gefunden. Mögt ihr das nicht auch, wenn ihr in so einer Lagerhalle so ein altes Stück Pizza findet? Erstmal direkt nomsen. So, aber anscheinend Bosszeit hier. Jo, der hat mich gekillt. Was? Was soll ich denn bei dem machen? Oh boy, okay. Naja, gehen wir da nochmal hin. Vielleicht mit mehr Munition oder. Ich weiß noch nicht, was ich da machen will. Den Giftshop brauche ich nicht. Da oben ist eine Lampe. Die Lampen sind gut. Also, das sind diese Pömpel, ne? Wie, haben die eigentlich Namen? Diese Pömpel? Ich glaube, Pömpel heißen die einfach, ne? Ah, hier wollte ich nicht rein, oder? Der verfolgt mich jetzt, oder? Bin mir da nicht sicher. So, wie komme ich an diesen Wischlappen vorbei? Keine Ahnung. Ich glaube, die machen das vielleicht nur nass. Ja, brauchst du mir gar nicht Spoiler machen können. Ich finde das schon raus. Ich find schon raus, wie lange Spiele sind. Außer wenn ich nachfrage, bitte einfach nicht sagen. Wäre ganz cool. Was hast du jetzt schon ein paar Mal gemacht irgendwie? Sind keine großen Spoiler und so, aber naja.
Ach ja, das war dieser End. Ich glaube, ich fahre bis 11 oder so. Und jetzt muss ich einmal gucken, was ich hier einsammeln will. Jetzt gehe ich nochmal tatsächlich alles nachgucken. Und da habe ich außerdem meine Kette weggeworfen. Jetzt gehe ich alles nachgucken hier nochmal. Und dann schreibe ich mir auf, wo ich rein will. Cracker. Die Dinger, die man mit Frischkäse und sowas isst. Okay, in. Ist hier noch was zu Secret irgendwo? Sonic Jump war irgendwo hier, ja. Der war ziemlich geil, die Screw Attack. Okay, eins. Pizza, das ist schon mal ganz gut. Bam. Noch ein Pizza auf dem Weg. Ganz gut. Der Oma kann ich mittlerweile, glaube ich, auch ausweichen. Da ist nichts. Hier ist die. Was soll denn das sein? Das ist eine Taube. Das ist recht Friedenstaube. Ich habe das nicht erkannt. Habe ich jetzt schon mein Screwtech verloren? Yep. Hier hinten war, meine ich, nichts mehr. Ja, das ist gerade nur Erkundungstour, so mehr oder weniger. Die Oma macht mir doch Schaden. Ich probiere das jetzt einfach ein bisschen aus. Ich probiere jetzt hier aus, auf den Beistelltisch immer zu springen. Weil wäre doof, wenn man Gegner nicht vorbeikommt, ohne Schaden zu nehmen. Aber ich glaube, man braucht eine Waffe. Ansonsten bist du aufgeschmissen da. Kevin, das ist nicht der Knopf. So, Etage 12. Hier muss da irgendwas sein. Munition, drei Schüsse. Ich muss in den Raum, glaube ich, eh rein. Also, in einen Raum muss man reingehen. Ich denke, so funktioniert das. Ich kann ja noch bis zur Pizza rennen und dann brauche ich aber auf 12 nichts mehr machen. Oder ist hier hinten noch was? Nee. Ich sollte hier ein bisschen mehr rumspringen. Muss mir meine Munition gerade sparen. Ich habe einen Schuss und eine Kette. Na, da ist noch eine Pizza. Scheiße. Oh, Bazooka. Viele Secrets in diesem Spiel, die man sich merken, die einem helfen können, denke ich. Auch wenn es nur ein Schuss ist. Vielleicht brauche ich den halt für den Boss. Hier war da irgendwas, oder? Wäre nicht ein Secret oder so? Ja. Vier, drei Schüsse, das ist ziemlich gut. Pizza, eine Lampe. Also Pizza sind ja da ganz gut, weil es sechs davon Leben sind.
Oh. Noch eine Screw Attack. Nice. Aber die brauche ich vielleicht gar nicht. Wenn ich gut durchkomme, brauche ich die nicht. Aber gut zu wissen, dass sie da ist. Boing, boing, boing. Oh, den kann man nicht killen. Der ist halt Insta-Kill. Das ist einer von den bösen Dudes, ey. Da ist eine Bazooka. Alle Sachen, die mit den Fäusten, da kann man halt Sachen mit killen, denke ich mal. Der andere ist nur Stun. Das Ding. Okay. Aber da muss man nicht unbedingt rein. Glaube ich mir nicht auf. Autsch. Das war schon. Das ist jetzt schon 16. Na gut. Das müsste schon die letzte sein dann. Da war ich nur im ersten drin, weil man dann Unbesiegbarkeit kriegt. Die kann ich mir trotzdem gerade mal holen. Alkohol ist gleich Unbesiegbarkeit, das muss man sich halt merken. Screwtech. Mit Screwtech geht die Unbesiegbarkeit weg anscheinend, das sind so Fähigkeiten, okay. Dann will man sich die vielleicht gar nicht einsammeln, die Unbesiegbarkeit. Weil Screwtech vielleicht cooler ist. Ja, der steht ja auch direkt da nervig. Oh, und da wäre jetzt noch irgendwie so eine Karte gewesen. Achso, ja, den Film kenne ich leider überhaupt nicht. Okay, das war mies. Nicht schlecht für die Zeit. Na gut, kann ja sein. Ich habe den ersten Film gesehen, das war's. Da hört meine Kevin-Knowledge auf. Achso, du meinst einen anderen Film. Ich dachte, du warst jetzt bei dem Film hier, Kevin in New York. Pizza sind überall. Das ist ein One-Up. Sehr schön. Ich war mir nicht sicher, ob die Schaden machen. Deswegen bin ich da gerade einfach mal blöd reingesprungen. Scheiße, ob das gilt. Autsch. Die Aktentasche hat mich fast noch erwischt. So.
Jo, danke für den Follow. Jo, die macht ja auch einen schönen Abend. Man sieht sich irgendwann mal. Bis denne. So, was wollte ich jetzt in der Etage machen? Hier sonst echt nicht mehr. Gegen die Screw-Attack da einzusammeln, kann echt hier Munition sparen. Wenn man den Rest ganz gut macht. Oh, ich kann auch hier die Wand drücken. Ich mag diesen Punkt. Hat er nicht gekriegt. Der killt dann auch. Okay, das ist auch einer von den ganz Bösen. Okay, da war ich jetzt nicht ganz sicher drin. Hier will ich dann gar nicht rein. Bloß nicht. Okay, hier brauche ich wirklich nur in den ersten reingehen. Das reicht. Wait a second. Ich dachte gerade, die respawnen. Die respawnen nach dem Tod, aber sonst nicht. Okay. Hier wäre auch ein Screw Attack. Schade. Müsste dann hier gleich nochmal eine kommen. Hier. Oh ja, er wieder. Mist. Ach komm, gerade noch ein Leben gekriegt und so, aber. Hier brauche ich auch nur die erste eigentlich gucken.
Und beim nächsten Mal weiß ich dann immerhin, was ich hier machen will. Das ist schon mal viel wert, glaube ich. Den kann man. Ah, man, ich weiß noch nicht genau, was mich killt und was nicht. Deswegen renne ich da noch manche Sachen einfach noch rein. Ich will, glaube ich, hier nochmal das Screw Attack holen. Oder das hier, auch gut. Ah, ja, er wieder, ey. Der steht auch direkt da. Was ist das denn? Das ist eine ganze Pizza aber dann. Okay. Aber man muss richtig aufpassen vor ihnen. High Risk, High Reward, würde ich mal sagen. So, jetzt bin ich wieder bei diesem, bei der Art Boss, also nachdem ich diesen ewigkeiten Fahrstuhl jetzt erstmal gemacht habe, ist die Frage, was mache ich gegen den Boss? Ich habe diesmal mehr Munition, aber hilft mir das wirklich gegen den? Was ist die Alternative? Weiß ich nicht, ich habe 3 Versuche jetzt gegen den, ja. Ich glaube sogar 4, weil hier eine versteckte Pizza ist, aber trotzdem. Hoffentlich finde ich was raus. Das hoffe ich einfach mal. Ich kann ihn stunnen. Ich bin hier aber lediglich auf der anderen Seite. Wow. Hä, was soll ich denn machen hier? Hä? What? Oh, die Pizza ist nicht mehr da. Ich dachte, die kann ich jedes Mal einsammeln. Hä, aber was soll ich denn da machen? Abschießen hat jetzt nichts gebracht. Und auf den Kopf springen will ich ihn halt auf jeden Fall nicht, weil dann killt er mich einfach instant. What? What? Bin ein bisschen verwirrt. Hat irgendwer eine Ahnung? Ich habe sonst nicht so die Möglichkeiten. Sofort wieder schießen. What? Okay. Danke. Ja. Alles klar. What the fuck? Einfach unnötig. Okay. Ja, ich muss jetzt... Ich habe jetzt leider kein Leben mehr. Ist halt doof, wenn man verbrauchbare Munition dafür braucht, aber... Ja, gut. Warum bewege ich mich, als ob ich auf dem Laufband... Nicht. Es ist rutschig hier, okay. Ja, nee, der Try wird's nicht, das ist klar. Jetzt bin ich auf dem Laufband, okay. Ah, ich glaube, das kann ich mir merken, dass ich die einfach zweimal hintereinander abschießen will. Das kriege ich gemerkt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dadurch will. Ich will den offscreen haben.
habe halt meine ganze Munition gerade ausgehauen. Aber man sieht relativ gut, welche runterfallen. Der hackt Fleisch irgendwo. Aber das fliegt einfach weg. Okay. Ja, ich habe keine Munition. Ich glaube, ich kann nichts machen, weil ich keine Munition habe. Okay, dann nochmal. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. So schwer war das jetzt alles nicht, aber es ist halt ein bisschen Trial and Error einfach. Oh Mist. Keine Ahnung. Das ist schwer, daran vorbeizukommen. Ist übrigens nicht zufällig, was da aus dem Fahrstuhl rauskommt. Ich glaube, das ist immer gleich. Kann man relativ einfach ausweichen, deswegen. Das Pattern ist nicht so schwer. So, hier will ich in beide reingehen. Hier gibt es nämlich die Screw Attack. Hier hinten brauche ich dann, glaube ich, nicht mehr hin. Die Demo ansehen. Ja, okay, dann mache ich das vielleicht bald mal. Guter Tipp. Wahrscheinlich hast du da irgendwas Interessantes gesehen. Okay. Na dann, dann mache ich das wohl nach dem nächsten Game Over mal. Ja, hat die Kamera da sogar mitgescrollt oder was? Das wäre nice. Aber hier wollte ich gar nicht rein, glaube ich. Ja, hier brauche ich auch nur den ersten rein, steht hier. War denn das? Müsste es irgendwo Ammo geben. Da oben. Ah, hier gibt es nochmal Screw. Na gut. Ah, gibt es doch einen Rennknopf oder sowas. Oder Sliden oder sowas. Aber ich glaube, ich habe alle Knöpfe probiert. Ich kann es aber nochmal probieren. So, der muss aber erstmal weg. Hier will ich nur den ersten reingehen.
glaube, man kommt hier schnell genug an den Fahrstuhl. Ist ein bisschen knapp. Ein bisschen riskant, weil das kostet echt ein Leben, wenn man das einfach macht. So, verliere ich jetzt wirklich die Screw-Attack, wenn ich hier das einsammle? Nein, verliere ich nicht. Okay. Das war Fake News. Dann kann ich... Ah, dann kann ich theoretisch das hier safe machen. Okay, wenn ich Unverwundbarkeit habe. Das ist ziemlich cool. Kriege ich tatsächlich ziemlich viele Leben hier. Ich habe 6 Leben jetzt schon. Das ist ziemlich gut. Ich frage mich, ob ich den auch umspringen kann. Keine Ahnung. Aber 6 Leben ist doch schon mal nice. Ist doch schon mal ganz gut. Oder vielleicht kann ich irgendwie eine normale Attacke machen oder sowas. Wait, ich wollte gerade sagen, what? Ein Bär scheint, als wäre das ein sinnvolles Item. Dieser Fahrstuhl ist nicht einfach zu lang oder so. Boah, muss aber echt schnell zweimal schießen. Naja, gut. Hier werde ich jetzt spätestens getroffen irgendwo. Keine Ahnung, wie man das ausweichen will. Vor allem, das ist einfach hinter dem Ding da. Ja, mit dem noch dazu. Ja, komm, ein Damage. Ich muss das gucken, mit einem Damage Boost zu schaffen. Und hier kann man einfach durchrennen. Nächstes Mal probiere ich, ob man hier einfach durchrennen kann. Jetzt kommt der Boss. Ich habe aktuell ein Leben, was ein bisschen... Ob ich das überhaupt probieren will gerade. Will ich einfach getroffen werden gerade. Sterben. Ah, wieder ganz von hier. Ist ein bisschen schade. Und durchrennen. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Ah, es klappt auch nicht. Okay, hier mit durchrennen klappt auch nicht. Jetzt habe ich 2 Leben. Ja, super. Was? Was? Okay. Ich habe den irgendwie nicht getroffen. Ich kann da, glaube ich, drüber springen, oder? Nein? Alter! Natürlich. Oh, ich kann hier unten lang. Na, ja, nicht viel besser. Was mache ich bei dem Boss, ist die Frage. Okay. Das macht Schaden und es gibt Punkte. Das macht halt keinen Schaden. Ich vermute, dass ich irgendwie eine Art Attacke habe, die ich noch nicht weiß oder so. Will ich schon fast meinen, darauf will mich Mick hoffentlich hin. Aber was kann ich denn machen? Ich probiere nochmal ein bisschen mit Controls rum. Vielleicht komme ich selber drauf. Ich hab's schon gemacht. Was? Sliden? Nein, oder? Glaube ich nicht.
Nur weil das hier gerade zufällig auf den Boden geht. Glaube ich nicht. Ansonsten kann ich nichts. Wahrscheinlich sliden. Ist halt doof zu testen, weil es hier genau gerade Eisboden ist. Obwohl, es ist kein Eisboden. Okay. Okay. What the fuck? Weird Attacke. Ja, das ist ein Game Changer. Alles klar. What the fuck? Sliden einfach. Okay. Ich habe auch meine ganzen Ersparnisse immer mal unter meiner Kochmütze. Übrigens. Oh, und dann. Oh, ups. The fuck. Okay. Okay. Was auch immer. Na gut, Stage 1 geschafft. Wo ist mein Passwort? Okay. Das ist ziemlich badass. Wenn du irgendwie in deiner Wohnung eine Maus rumlaufen siehst. Schön erstmal. Wie haben sie es in Pick of Destiny genannt? Powersliden oder was? Schön einmal rein powersliden. Ja. Ah, die kann ich nicht umsliden. Leute. Okay. Aber gut, ja. Hätte ich mal gucken sollen, aber gut, dass du mich darauf hingewiesen hast, beziehungsweise jetzt habe ich es ja irgendwie so an irgendwie selber gefunden. Ansonsten hätte ich jetzt die Demo geguckt. Stimmt schon. Okay, das sieht nach einer langen Kletter. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da hoch. Irgendwie so ein bisschen. Ach Gott, die ist in meine Hacken reingegangen. Er hat übrigens, weiß nicht, eine stabile Hose muss er haben, ey. Ich meine, so ein Bergauf-Sliden. Okay, gegen Fledermäuse kann man nicht sliden. Ich versuche mal hier hochzugehen. Come on, ey. Die Frage, ob man überhaupt hoch muss. Irgendwie erwarte ich's. Ich kriege hier schon mal die Screw-Attack. Das macht es fast ein bisschen schwerer, sich gut zu erkennen. In der Luft. Oh, eine ganze Pizza. Das lohnt sich, hier hochzugehen. Allein für die Pizza. Screw-Attack zu haben, ist, denke ich, auch ziemlich gut. Na, Mist.
Ah, ich sammle das aber trotzdem ein, natürlich. Das ist schon gut zu haben, die Screw Attack. Und so viel schwerer macht das jetzt auch nicht. Hier war eigentlich nur die Pizza. Die respawnt jetzt nicht, ne? Das wär auch zu gut, ey. Aber haben wir das auch mal getestet? Okay, beim zweiten Mal muss man dann nicht mehr unbedingt hier hoch. Okay, kann man durchrennen? Nein, man kann nicht durchrennen. Jo, sprengt. Game over, ne? Okay. Nochmal. Also, das Spiel ist spielbar. Wirklich. Ist natürlich ein bisschen wieder mies mit Game-Over-System und sowas. Es ist ein bisschen fragwürdig, was das für Gegner hier alles sind und so. Aber es ist wirklich spielbar. Controls und sowas. Man kann den Kevin gut kontrollieren. Wenn man jetzt nicht zu viel drüber meckern eigentlich. Ist schon okay. Ein bisschen abstrakt, wirklich, was die ganzen Gegner hier sind, aber naja, gut. Da kann ich auch durchsliden, ne? Die meisten Gegner kann ich hier wohl durchsliden, denke ich einfach mal. Ich kann sogar die Eimer... Oh, das ist viel einfacher. So ein bisschen die Erleichterung wie bei Captain Novolin, wo ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass man Gegner überhaupt umbringen kann, so nach anderthalb Stunden oder wie lange ich da gebraucht habe, bis ich rausgefunden habe, wie denn wie eine Attacke geht. Und hier hat es jetzt eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich wusste, dass man eine Attacke hat, die ohne Angriff angeht. Naja. Besser als nie, ne? Okay, den kann ich nicht umsliden. Gut zu wissen. Die auch nicht. Alles gut zu wissen. Die auch nicht. Menschen kann man nicht umsliden. Merkt euch das. Nur den Koch, ja, den Koch irgendwie schon. Bei dem ist es sehr effektiv. Naja, jetzt haben wir Screw Attack. Jetzt stirbt wieder einfach alles. Alles klar, mach's gut, bis morgen dann. Schauen, wie weit ich hier noch komme. So lange werde ich wohl auch nicht mehr streamen. Mal schauen. Ich denke, zwei, drei Versuche können wir noch machen. Hier ist auch nur Screw Attack, hier brauche ich nicht. Habe ich ja noch, habe ich diesmal gecarried.
Eine ganze. Also so viel Pizza wie Kevin isst, ist schon abartig irgendwie ein bisschen. Bisschen abartig. Nein! Oh, meine Screw-Attack gerade weg. Schade. Ja, dieser Fahrstuhl. Viel zu lang. Yay. Oh, mit Powersliden kommt man da auch so durch. Nice. Mist. Oh, der hat mich auch direkt gekillt. Shit, erstes Leben weg. Oh. Oh nein, das war doof. Okay. Scheiße. Kannst ihn als dann locken. Ja, dann ist es gut. Das ist einfach. Na, das war doof. Die Ratten, ey. So, hier oben war ein volles Leben. Das will ich haben. Jetzt mal gehe ich eine andere Stelle hoch, oder? Hm? Nee, ist schon die richtige. Ups. Egal, solange man hat ja kein Zeitlimit, Gott sei Dank. Da bin ich auch ziemlich froh drüber. Was für ein Dude? Oh, nee. Fuck. Und hier wieder ganz. Alter Schwede, das ist ziemlich weit zurück. Ah, er kommt irgendwie schlecht durch. Shit. Kommt man da irgendwie hin? Okay. Yo. Neo. Alter. Wie will man die ausweichen? Oh.
Okay, den will man einfach wegschießen. Okay. Shit. Was sind das? Ich habe einfach Hunde getötet. Alter, Kevin, please. Was ist das alles hier gerade? Was? Muss ich dem das... Was? Zum Henker. Das ist eine Ausweichsection oder... Muss ich hier irgendwas machen? Okay. Anscheinend. Anscheinend sind das Dodge-Sections. Und der Boden ist aus irgendeinem Grund Eis, obwohl das überhaupt nicht so aussieht. Okay. Okay, nur ausweichen. Guten Tag, guten Tag. Okay. Whatever. Oh, das sieht aus wie ein Labyrinth. Oh ja, das sieht aus wie sowas von Labyrinth, obwohl. Oh, Skrulltek. Dann gehen wir erstmal unten lang. Schlüssel 2. Okay. Da komme ich noch nicht ran. Ja, das wird garantiert ein Labyrinth sein. Hört das ja auch mal auf. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier aufhört. The fuck? Oder ist das einfach, loopt das einfach? Dann glaube ich fast, das loopt. Oder? Bin mir da nicht so sicher. Nein, es hat ein Ende. Ich krieg aber nicht wirklich was dafür. Wenn ich so weit vorangehe, habe ich eine permanente Hitbox, oder? Okay. Whatever. Gehen wir hoch. Bin mir nicht sicher, ob ich darüber kann. Ich könnte es mir vorstellen. Sieht aber ganz schön eklig aus. Ich glaube, fast irgendwo so eine Stelle muss ich lang. Okay, ganz oben. Okay. Okay, na gut. Man stirbt wenigstens nicht instant. Das habe ich eigentlich ursprünglich gedacht. Dass ich einfach sterbe. Na gut. Dann geht das ja vielleicht sogar noch.
Fuck. Okay, das ist echt ein Labyrinth hier. Schlimm. Schlimm. Uff. Ding ist, 2 war irgendwie hier. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Sieht fast aus, als ob ich da hinkommen soll. Ich kann jetzt nicht gerade nach oben schießen oder irgendwas machen. Ha. Ich bräuchte sowas wie eine Leiter dafür noch oder so. Ich gehe erstmal ganz nach oben. So viele Türen. Viel zu viele Türen. Und hier ist einfach nur eine Sackgasse. Ah. Auch eine Sackgasse. Ups. Okay, dann gehen wir mal in diesen anderen Raum. Ah, okay, wenn ich da das erste Loch runterfalle, dann kriege ich den Z-Schlüssel. Okay. Verstanden. Mist. Aber ich will hier, glaube ich, hin, ne? Ah, ich spiele ein bisschen zu aggressiv gerade. Jetzt bin ich wieder hier, das ist richtig. Dachte ich. Ich könnte jetzt ein Leben verlieren, dann wäre ich wieder da, aber nein. Ich gehe da lieber einfach hin. Ich bringe die jetzt einfach erstmal um. Da ist ein Leben. Okay, ich weiß, was ich mache, falls ich da drauf lande irgendwie. So, die Frage ist, wie ist das hier? Wo will ich hier genau runterfallen? Wir sind direkt unter dem Balken irgendwie. Oh. Ich glaube, hier muss ich runter. Oder? Ja. Wow. Yes! Und da habe ich den Z-Schlüssel. Ach, das leuchtet ab und zu einfach da oben. Okay. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo Z war. Ich gehe jetzt einfach wieder ganz nach oben. Check jetzt hier einfach alles ab.
Ah, okay. Aber da bin ich, hab ich fast die Pizza eingesammelt. Hier ist Z. Ich schreibe mir auf, wo die Sachen sind. Was soll ich hier machen? Ja. Ich meine, ich hätte damit rechnen können, aber ich muss hier anscheinend irgendwas machen. Ist die Frage, was? Ich konnte den einfach umbringen, aber ich glaube, das ist nicht gewollt. Ich meine, wer hätte sonst hier so ein Ding aufgebaut? Einfach so machen, hier, was kann ich nicht? Also ich muss hier irgendwas machen. Ich gerade überhaupt nicht verstehe. What? Was soll ich denn hier machen? Hä? Brauche ich hier noch irgendwas? Brauche ich hier noch irgendwas? Ich bin tot. Ah. Dämlich irgendwie. War einfach nur gestorben, weil man wieder nicht wusste, was man machen muss irgendwie. Na, was soll denn das, denke ich mir da. Naja, nochmal. Ist, denke ich, auch der letzte Versuch für heute. Aber mal schauen, ob ich da nochmal irgendwie weiterkomme an der Stelle. Weil ich wusste jetzt echt nicht, was ich da machen soll. Oder ob ich sonst noch irgendwas anderes machen kann. Ich war aber gefühlt in allen Bereichen in dem Haus, wo ich war. Von daher muss ich erstmal gucken. Bye.
Ah, okay. Kann ich mir gleich wiederholen. Und zwar hier. Wo war das? Da oben. Gut. Screw Attack ist doch schon ziemlich wichtig. Ist dann vorbeigegangen? Oh nein, ich kann zurück. Okay. War ein bisschen doof. Okay. Hauptsache, der hat mich nicht erwischt, ey. Weil das Leben will ich haben. Punkte. Ultra wichtige Punkte. Alter, dieser Fahrstuhl. Es ist einfach so unnötig. Hurra. Oh, ich habe geschossen, aber er hat sich gerade umgedreht irgendwie. Interessant. So, kriege ich ihn gestunlockt? Sieht gut aus. Frame perfect. Ja, war klar, dass ich irgendwo da jetzt das verliere und jetzt renne ich dann alle rein oder was? Oh nee. So, den Ring bringen wir auf jeden Fall einfach um. Das ist ganz gut. Fuck, ey, fuck. Oh, das war wirklich einfach. Da war ich viel, viel, viel zu hektisch. Kann ich da jetzt mal runterkommen wieder und einfach mal nochmal spielen? Das wäre schön. Viel zu hektisch gespielt. Das Leben habe ich verschwendet. Die Stelle hier ist schon fast mieser als tatsächlich da hochzuklettern, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, ich kletter dann nächstes Mal einfach wieder hoch.
Weil das ist doch schlimm. Hier habe ich wirklich schlecht gespielt vorhin. Mal schauen. Nein! Ah, die kann man umdashen. Shit, ey. Ich kletter jetzt wieder hier hoch. Ist wesentlich sicherer. Naja, eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, was hier links ist. Hab ich noch nie geguckt. Anderer Weg hoch vielleicht. Nichts, was auf dem Weg liegt, leider. Okay. Man muss fairerweise sagen, beim ersten Mal kriegt man da Unbesiegbarkeit. Diesmal nicht. So, Dodgen angesagt, ne? Scheiße. Ah. Oh, der ist ja gerade weitergerannt. Mist. Shit. Oh Gott. Das habe ich vorhin irgendwie besser gemacht. Awkward handshake. Was kam denn jetzt hier? Kam jetzt direkt das... Okay, jetzt bin ich direkt wieder im Labyrinth sozusagen. Diesmal ist es ein anderer Schlüssel. Das ist interessant. Okay. Na gut. Es ist diesmal wohl ein anderer Schlüssel. Na du? Ich bin immer noch allein zu Hause. In New York. Nee, gerade nicht. Aber wie kann denn dein Zuhause ist das sogar die? Sein? Weiß ich auch nicht. Oh. Ich kann um Gegner umsliden. Hab ich schon gesehen? Achso, du hast schon reingeguckt. Na denn.
Welchen Schlüssel habe ich jetzt nochmal? Den Strich, Punkt, Strich. Okay. Anscheinend kriegt man jedes Mal einen anderen Schlüssel. Warum fällt man die ganze Zeit runter? Ja, weiß ich auch nicht. Ist aber eigentlich nicht schlimm. Von daher. Nicht so wichtig. Mist. Bin ich schon in der untersten Etage? Nee, noch nicht ganz, okay. Naja, da ist auch nichts. Die Pizza bringt tatsächlich Leben, die sind ziemlich gut. War hier irgendeine Tür? Ich glaube nicht. Ich kann gucken. Auch noch eine Pizza. Ja, da war ich schon. Immer noch nicht die richtige Tür. Screwtech. Warum auch immer. Aber das ist ziemlich gut, bis man getroffen wird. Das hatte ich ziemlich gut. So. Wahrscheinlich werde ich aber von irgendeinem Block hier getroffen. So, nur wo ist diese dämliche Tür? Ich habe gefühlt schon alle anderen gefunden. Hurra. So, okay. Letztes Mal war ich so im blöden Raum, da wusste ich nicht, was ich machen muss. Hier muss... Ja, logischerweise ist das irgendwie ein Zeug, was ich da in sein Waschbecken reinkippe oder so. Ja. Aber wie komme ich da oben hin? Kann ich das abschießen? Ah, oh, okay. Und nu? Ja, da bringt mich um. Super. Also ich denke, ich kann ihn auch einfach so umbringen, dass das Ding. Na dann. Aber da passiert halt nichts irgendwie. Hm. Das hatte ich vorhin auch schon gemacht. Also wenn du das andere Ding umkippst? Ah. Wahrscheinlich will ich das dann machen. Weil der spawnt halt wieder. Man hat nicht unendlich Munition, was das Ganze so ein bisschen weird macht. Ich hoffe einfach, der erwischt mich ja nicht. Na, das ist dämlich. Das gilt auch instant. Wie will ich das dann? In einer anderen Reihenfolge, ne? Ja. Okay, umgebracht. Okay, hoffentlich habe ich genug Munition, wenn ich ganz viele von den Dingern machen muss. Mal schauen. Jetzt habe ich diesen diagonalen Strich. Schauen, wo der ist. Muss ich tatsächlich ein bisschen suchen nach Munition. Und Screwtech, die bringt mir hier tatsächlich, glaube ich, ziemlich wenig. Hier kann ich mir die Pizza einsammeln. Yes, nice. Okay, gut. Ich schreibe mir auch, wo diese Türen sind. Es gibt 3 Etagen, soweit ich weiß, hier. Jetzt bin ich in der 2. Etage, meine ich. Okay, das macht nichts dabei.
Ja, das ist die oberste Etage. Okay. Schraube ich mir jetzt alle Türen auf. Dann muss ich beim nächsten Mal nicht mehr suchen. Weil ich werde wahrscheinlich durch ziemlich viele Eingänge hier reingehen müssen. Hier ist auch die Diagonale, die ich haben will. Dann machen wir das auch direkt dann. Was? Was könnte ich denn da machen? Also die Dudes, die kommen langsam zu mir hoch. Was mache ich hier? Die packen mich und killen mich halt gleich instant, deswegen. Ist ein bisschen blöd, der Raum. Was mache ich denn da? Hallo, Milo. Da oben ist der Schlüssel. Ich sehe den Schlüssel da oben schon mal. Ich habe die jetzt umgebracht, aber das ist wahrscheinlich einfach wieder falsch. Und ich habe auch Munition dadurch verschwendet, wie sonst was. Das ist blöd, ich habe den Film halt nie gesehen. Vielleicht hilft das, vielleicht hilft es auch nicht. Was mache ich hier? Warte jetzt einfach mal, ich lasse mich einfach mal umbringen. Ja, die bringen mich um. Doppelt! Die haben mich doppelt umgebracht. Hat Gott sei Dank nur ein Leben. Kostet. Ja, das ist die Frage, ob ich auf die Köpfe springen kann. Das würde ich jetzt so ungern ausprobieren. Im Hintergrund sind diese Dinger, wo ich vermutet habe, dass ich da drauf springen kann. Okay, man fällt hier nur runter. Okay, das ist... Okay. Ja, aber was mache ich da? Ja, ich habe sonst keine großartige Option, außer dir auf den Kopf zu springen. Die killen halt instant leider und ich habe nur noch... Ich darf nur noch einmal sterben. Aber was soll ich sonst machen? Viele Optionen habe ich hier nicht mehr. Okay, man kann das wirklich. Aber wo, das ist halt doof, dass man das ausprobieren muss. Okay, na gut. Wieder was gelernt. Weil normalerweise, wenn man den Dudes auf den Kopf sprengt, ja, bist du halt tot. Komm. Ich stelle mich ein bisschen blöd an, aber auch gerade. So, jetzt aber. Ist die Frage, wie lange ich hier am Anfang warten kann, bevor die mich greifen. Ich habe beim ersten Mal nicht so aufgepasst. Okay, ich hab's. Okay, ob ich runtergefallen bin, ist egal. So, X ist gleich hier. Das ist ja praktisch. Der rennt auch auf mich zu. Das ist natürlich gefährlich. Da hinten ist so eine Schnur und das fällt ihm auf den Kopf, oder? Ich kann ihn auch nicht mal umbringen, falls irgendwas schief geht, glaube ich. Okay, gut, das kam mir ein bisschen spät runter alles. Aber okay. Z war in der untersten Etage. Das ist neu, dass hier das runterfällt, oder? In der ersten Etage haben wir diese drei Streifen. Ja.
Es ist schon die Null. Es gibt nur drei Etagen, okay. Autsch. Ich dachte tatsächlich, wäre weiter rechts. Ups. Naja, jetzt gehe ich hier trotzdem bis zum Ende. Irgendwie war. Hier war doch noch was, genau. So, Z müsste gleich irgendwo hier sein. Ja. Okay, das hatte ich ja schon mal. Aber da wusste ich nicht, dass ich die Dinge abschießen kann. Kann ich das auch anders machen? Außer mit Schüssen, weil ich habe nicht so viel Munition. Ich muss das wahrscheinlich in die andere Richtung schießen, oder? Nein, ich kann das nur in die Richtung. Ich kann das mal hier abschießen. Es geht aber in die Richtung. Was ist, wenn meine Munition da jetzt nicht reicht? Oh, es spawnt was Neues. Okay, gutes Spiel. So, was passiert jetzt hier? Der kriegt das auf den Kopf und... Achso, okay. Man kriegt neue Munition, ja, immerhin. Das ist doch eine Erleichterung. Hätte dem Spiel das irgendwie ein bisschen zugetraut, dass man dann irgendwie blöd dran ist. Das ist wieder sowas. Okay, das kenne ich schon. Nur diesmal mit Boden. Aber wo ist der Schlüssel? Muss ich die diesmal in den Boden reinhämmern? Kann das sein? Ja. Oh, nur ein. Ich mach das jetzt mit dem anderen auch. Okay. So, und die... Ganz oben. Nee, das ist der Kreis. Da muss ich eine Etage runter. Müsste es auch bald der letzte sein. Okay, da ist eine Bowlingkugel. Passiert da irgendwas, außer dass er die auf den Kopf kriegt? Rollt die hin und her oder was passiert damit? Wieder zurück. Ah, ich kann auf die... Natürlich kann man auf die Stuhllehne springen. Das macht man immer so. Aber sehr gefährlich. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr, nu. Ah, da spawnt was, okay. Habe ich ein bisschen spät gesehen. Jo, hi Anni, was geht? Wie ein Profi, ich denke auch, ne? Kevin, der Profi. Ja, das auf die Stuhllehne springen ist auf jeden Fall. Das muss man erstmal nachmachen, ey. Will ich nicht nachmachen. So, was für einen Schlüssel habe ich jetzt? Den Kreis. Der war in der obersten Etage. Die erste Tür. Nee, daheim bin ich ja nicht. Obwohl, irgendwie, keine Ahnung. Anscheinend bin ich in New York zu Hause.
basically everybody at Quarantäne. So, das könnte jetzt schon... Oh, Ende. Also Ende von dem. The Chase, das hört sich schon nach Ende an irgendwie. Den bringen wir mal um. Dann kann er mich nicht mehr jagen. Also das Spiel ist ja angeblich kurz, das habe ich schon gehört. Es gibt mir nochmal ein Leben, sehr schön. Vielleicht, wenn das jetzt alles gut klappt. Fledermaus macht mir ein bisschen Angst. Yep, ich wusste genau warum. Ich weiß, der sollte mich jagen, aber ich habe den gerade einfach umgebracht. Ist das schlimm? Falls er mich jagen sollte? Falls das jetzt hier eine Jagd sein sollte? Die Fledermäuse sind doof. Jetzt jagt mich der. Den könnte ich auch einfach umbringen wahrscheinlich. Ich habe halt nur noch zwei Schüsse, mit denen ich Sachen umbringen könnte, deswegen hebe ich mir das gerade mal auf. Lass mich mal jagen ein bisschen. Diese Mülleimer, what the fuck, einfach. Oh, das macht mir Schaden, wenn es da auf dem Boden ist. Jetzt bin ich fast tot. Den habe ich nicht gesehen mit dem Zaun zusammen. Ah. Okay, dann lass ich mich mal jagen. Mal gucken, wie schlimm das ist. Die Fledermäuse sind wirklich das Schlimme hier. Die sind viel zu nah dran. Die muss man richtig knapp triggern. Damit die einem nicht treffen. Der hat mir noch keinen Schaden gemacht. Weiß nicht, was der Bunsenbrenner da macht, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob ich den gerade überhaupt... Ob der mich überhaupt jagt, weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Man muss die Gegner in diesem Spiel einfach nicht hinterfragen. Die sind komplett weird. Die jagen nämlich echt beide jetzt. Das ist ja doof. Ich habe nur noch einen Schuss. Ich bringe den jetzt um und mache das echt langsam. Auch wenn das die Jagd heißt. Ich lass mich nicht jagen, ich bin Kevin. Ich habe noch einen Schuss tatsächlich. Mit der Panzerfaust. Den sieht man so schlecht. Den auch. Wegen dem Zaun. Die Zäune sind da ein bisschen unnötig. Oder schlecht platziert. Kommen wir gerade schon zu lange nichts. Eine Ratte, okay. Oh, ein Leben. Nice. Sehr schön. Alter, drei Ratten umgeslidet. Weihnachten, Weihnachten! Okay, weiter chasen. Diesmal kann ich die nicht umbringen. Natürlich bounced man bei denen, Weil ich weiß, wie bouncen. Was ist das? Runter wieder? Oder was? Nein? Schade, ich dachte, ich muss runter wieder. Wer ist das?
Wer ist das? Wer zum Fuck ist das? Und hilft mir das? Der Baum sieht böse aus. Was muss ich hier machen? Ich habe jetzt einen umgebracht von denen, aber das hilft mir leider nicht viel. Oder kann ich den auch umbringen? Ja, okay. Ah, die spawnen wieder. Was muss ich machen? Wie doof ist das denn? Ich weiß noch nicht, was ich machen muss mal wieder. Das ist das größte Problem in diesem Spiel. Generell so. Dass man nicht weiß, was man machen muss. Weihnachtskugeln. Ah, jetzt habe ich nur noch ein einziges Leben. So, okay. Die wirft halt einfach so eine Kugel runter. Und das war's dann. Das habe ich, ja. Aber wo sind die Weihnachtskugeln? Ich sehe die jetzt nicht. Was die, irgendwie hat die runtergeworfen. Ja, es ist... Irgendwie klingt das richtig. Ich weiß aber nicht, was ich einsammeln soll. Irgendwie... Ah, jetzt sterbe ich gleich. Ich kann im Hintergrund nichts einsammeln oder so. Hier stehen sogar Namen irgendwie auf den Kugeln drauf, aber... Keine Ahnung, was das ist. Ich bin tot. Ah, ich habe nur noch einen Schaden. Also die hat irgendwas hier runtergeworfen, aber ich bin leider tot. Game over. Oh, was ist denn das gewesen? Das war doch der Endboss. Oh. Und mal wieder. Einfach nur, weil man nicht weiß, was man machen muss. So ein Dreck, ey. Tja. Da müssen wir wohl noch mal ran. Da habe ich mir jetzt echt schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass wir das durchkriegen. Schade. Wieder einfach mal nicht verstanden, was man machen muss. Na gut, dann machen wir das. Die Tage noch mal. Schade. Ja, das Spiel ist generell so, hat so ein paar fiese Stellen, was irgendwie unnötig ist. Ansonsten ist es gar nicht unbedingt so schlecht. Abgesehen davon, dass es irgendwie ein Passwortsystem oder was vertragen hätte. Aber es ist halt ein kurzes Spiel, das ist schon okay. Aber vielleicht ein Continue oder zwei. Aber an solchen Stellen ist man einfach überfragt. Man stirbt eigentlich nur, weil man nicht weiß, was man machen soll. Ja, das beim nächsten Versuchen schaffen wir das. Aber wenn wir da rausfinden, was man da machen muss. Naja, aber heute nicht mehr. Da sind wir wieder. Jo. Hi. Da sind wir wieder. Kevin ist immer noch alleine zu Hause in verlorenen New York. Oder so. Na gut, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich hoffe, ich weiß immer noch, was zu tun ist. Ich denke aber schon. Ich denke, das geht klar. Ich glaube auch, das wird eine schnelle Nummer jetzt. Wenn ich gerade noch mal kurz in die Controls reinfinde. So, ja, ich denke, das geht klar. Ich behaupte, in ein oder zwei Versuchen sollte ich das alles hier haben. Sollte ich das Spiel durchhaben, würde ich einfach mal probieren. Außer ich resette jetzt irgendwie direkt einmal in Stage 1 oder so. Ich denke, das geht voll klar. Na gut, jetzt kriege ich ein bisschen Schaden, aber meine Güte. Ich weiß, dass das Sliding gut war.
Die kann man halt auch alle einfach umskaten. Klappt alles sehr gut. So, ich sollte meine Notizen mal wieder aufmachen. Ich spiele übrigens jetzt, einfach um das Spiel zu beenden, nochmal auf Konsole. Habe ich einfach nochmal umgestellt, weil warum auch nicht. Am Anfang wusste ich ja nicht genau, was mich erwartet. Ich wusste, dass es beim AVGN mal war. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch, was dieses Spiel betrifft. Aber wir haben ja gemerkt, das passt alles. Das ist halb so wild, das Spiel. Bong. Und ansonsten besteht die Schwierigkeit ja nur noch da drin, dass ich rausfinde, was man beim Endboss machen muss, weil das war jetzt halt wirklich noch nicht klar. Irgendwo war hier irgendwas. Ammunition. Wer weiß, wann man die braucht. Aber das Spiel hat auch generell nicht viele Stages gehabt, oder? Waren das vielleicht irgendwie 5 Stages oder so, was dieses Spiel hat? Ich glaube, viel mehr ist es nicht. Immer ein bisschen Angst vor diesen Instant Death Gegnern haben. Aber so, ich weiß hoffentlich, wo die alle stehen. Dann ist es halb so wild. In die letzte Etage hier. Pizza, Pizza. Und hier kriegt man dann schön viele Leben, kriegt man ja mal hier. Wurde jetzt zwar leider zweimal getroffen, aber ich... das wird mich obwohl, eventuell könnte ich durch die Stage noch durchkommen. Ich weiß ja ungefähr, was ich machen will. Jetzt kommt gleich der Boss, den ich einfach zweimal in die Fresse schießen muss. Dann kommt der Tellerpart. Hoffentlich werde ich da nicht getroffen. Und der Boss ist eigentlich auch... Den kann man halt stunlocken. Von daher... Könnte das sogar klappen, auch wenn ich jetzt hier nur 2 Leben habe. Naja, mal schauen. Der endlose Fahrstuhl erstmal noch. Man denkt, der fährt ewig, aber irgendwann hört er doch dann tatsächlich auf. Und tot. Den habe ich fast vergessen. Ich glaube, den kann ich nicht um... Doch, den müsste ich umspringen können, ja. Rutschiger Boden ist rutschig. Hoffentlich werde ich jetzt... einmal getroffen. Jetzt wird es ein bisschen scary. Aber wenn ich den Boss gut stunlocke, dann habe ich den. Nice. Nice, nice, nice. Ja, perfekt. Okay, cool. Ich habe den Kopf besiegt. No, da ist doch.
Ich weiß nicht, er wirft mit Messer nach mir, das ist nicht so toll. Na cool, erste Stage. Du auch, wenn ein kleines Kind in deiner Küche rumrennt. Ja, dann werfe ich alle meine Messer. Was ist sowas, was macht man? Mach ich. Ja. Rumspringen und Messer werfen. Mache ich immer. Ja, dann auf jeden Fall. Ja, eigentlich macht man immer Pommes. Keine Ahnung, man macht für Kinder immer Pommes. Die sind dann zufrieden und ruhig. Wahlweise auch Chicken Nuggets, auch gut. Die dann gerne immer und immer wieder als Chicken McNuggets bezeichnet wird und das triggert mich ein bisschen. So, Screw Attack, sehr schön. Dieses Screw Attack ist einfach so ein willkürliches Upgrade. Aber es ist eindeutig ein Screw Attack. Da kann ja keiner was erzählen. So, wie lange habe ich das? Unbesiegbarkeit ist weg. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den umscrew attacken kann. Deshalb ich den einfach abschieße. Das ist der einzige Gegner, der so ist. Keine Ahnung. So, hier war die Stelle, wo ich echt aufpassen will. Weil wenn ich hier einmal sterbe, beim zweiten Mal ist die Stelle wesentlich schwerer. Kacke. Weiß nicht, wo die ganzen Mäuse kommen, aber ich will aufpassen. Ah, die. Irgendwie habe ich gerade ganz kurz für einen Frame oder so nach unten gedrückt. Und die habe ich umgeslidet. Nice. Die habe ich nämlich vergessen. Kam jetzt noch was? Ne, jetzt kam der Vogeloper. Bisschen weird. Ja, hier ist rutschig der Boden aus irgendeinem Grund. Wäre cool, wenn ich das ohne Sterben schaffe. Ich darf nur noch einmal getroffen werden. Ja, der rutschige Boden ist hier halt mies. Na gut, dann sterbe ich hier wohl einmal. Muss ich gerade mal mit rechnen. Ich glaube, das war's. Ne, einmal noch. Komm, das könnte klappen. Oh, ich dachte nicht, dass die mich trifft. Schade. Ist das jetzt der ganze Party von vorne? Sollte jetzt aber klappen. Schade. Naja, ein Leben weg. Es gibt wirklich nicht viele Stellen, wo ich hier tatsächlich Leben verlieren sollte in dem Spiel, ganz ehrlich. Ich glaube, so Instant Death und sowas gab es hier halt nicht allzu viel oder überhaupt nicht. Ja, doch, halt diese, die bösen Gegner. Wenn die bösen Gegner dich erwischen, ist es Instant Death. Und das war gerade ziemlich nice gedodged. Ah! Okay, jetzt war. Ist das schon die Onkel. Das ist schon die Onkel Stage. Das ist so ein kurzes Spiel. Tatsächlich. Okay, ich weiß, wo war der erste Schlüssel? Habe ich mir sogar aufgeschrieben. Erste Schlüssel durch den Saal. Hier schieße ich auf jeden Fall die ganzen Gegner weg. Das weiß ich. Der Saal war. Ich weiß nicht mal, wo der Saal war, ehrlich gesagt. Na gut, hier bin ich runtergefallen. Den schieße ich weg. Die schieße ich alle weg. Dafür nehme ich meine Munition in Kauf. Das ist okay. Kann sein, dass der Saal hier ganz hinten rechts war. Dann muss ich jetzt extra nicht nochmal hochgehen. Dann probiere ich das. Nevermind. Dann hole ich mir... Hier gab es irgendwie Munition oder so. Der Weg ist saulang, aber ich hole mir das jetzt. Ich weiß nicht, was sonst hier war.
Unbesiegbarkeit, um schneller zurückzukommen. Und hier gab es irgendwo Munition. Ja, die nehme ich mir halt mit. Wenn ich schon mal eh hier runtergefallen bin. Und nochmal Schaden. Ansonsten halt echt nicht viel. Lohnt sich nicht unbedingt, hier ans Ende zu gehen, aber wenn man eh runtergefallen ist, kann man es ruhig machen. War hier noch irgendwas? Ich glaube sogar ein Stück Pizza oder so. Der erste Schlüssel, ich muss hier eh nochmal hin gleich. Ist hier irgendwas gewesen? Na, Munition. Lass mich doch erstmal probieren. Bevor du mir jetzt einfach quasi Tipps gibst. Ich frage schon, wenn ich Probleme habe. Oder frag, bevor du spoilerst, ob du spoilern sollst. Also jetzt ist es, denke ich mal, auch kein großer Spoiler. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich machen muss. Aber das gibt mir halt schon mal einen Tipp. Und ja, wahrscheinlich kein großer Tipp, aber naja, warum? Muss halt nicht sein. Dann frag nächstes Mal einfach, ey, ich habe das und sowas irgendwas im Longplay gesehen. Soll ich dir das sagen oder soll ich dir das nicht sagen? Und dann sage ich dir, ob ich das sagen soll. Ob du mir das sagen sollst oder nicht. Ja. Ja, aber nein. Du verstehst mich, oder? Ich frage schon, wenn ich Tipps will. Auch wenn du nicht mal weißt, ob das ein Tipp ist. Hier war die Pizza, genau. Ach, komm. Die muss ich mir aber noch einsammeln, irgendwann. Wo war denn der Saal? War der doch noch weiter unten? Scheiße. Schon wieder da runtergefallen. Wo war denn der Saal? Ich weiß es echt nicht mehr. Das hätte ich mir aufschreiben sollen, in welcher Etage der Saal ist. Ja, in letzter Zeit gibst du aber oft irgendwelche kleinen Tipps. Also ich bin da jetzt nicht allzu mehr drüber, aber weiß ich nicht. Frag einfach, bevor du irgendwas sagst, was irgendwie zum Spiel gehört, würde ich mal sagen. Was ich noch nicht selber gemacht habe. Oh, das war doof. Ich wollte den gerade umsliden. So kann man ein Leben verlieren. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt. Ich sammle es mir jetzt mein Ding mal ein. War der hier in der Etage oder wo war der? Etage da drüber, ne? Ah, hier war der, okay. Ah, hier ist der Saal, okay. Ich spring jetzt einmal hier rüber, weil da ein Stück Pizza ist. So, ich habe Strich, Punkt, Strich. Das ist in der obersten Etage ganz hinten. Ich habe mir die ganzen Räume aufgeschrieben und ich bin froh darüber. Weil das sollte jetzt ziemlich einfach gehen, tatsächlich, dieses Gebiet. Ich habe die ganzen Räume auch schon gemacht. Also ich habe das ja eher schon mal hier bis hierhin gespielt. Weiß also, was ich in diesen Räumen machen muss. Hier war's. Das war falsch. Gut, das war knapp. Komm, ey. So, Z ist in der ersten Etage. Das heißt, ich kann hier einmal runterfallen und mir nochmal die Pizza holen. Nice. Da ist Z. Muss man viel zu viele Schüsse raushauen. Achso, das reicht schon. Gut. So, X ist in der zweiten Etage. Ich bin nicht sicher, ob ich hier schon alle Bösewichte erwischt habe mit einer Kanone.
Beispiel weiß ich echt noch nicht. Kann sein, dass noch irgendwo einer rumlungert. Weswegen ich nochmal den Boxhandschuh ausgerüstet habe. Da ist einer. So, was war das hier? Ach, hier einfach rüberspringen. Und das triggert sau spät. Das hat mich ein bisschen erschreckt letztes Mal. Okay. So, das ist der erste in der ersten Etage. Ach, da war ich sogar richtig schon. Na gut. Bin dran vorbeigegangen einfach. Das war den Boden stampfen. Ich musste auch nur den linken, glaube ich. Warum auch immer. Erstmal hier weg ein bisschen. Was habe ich jetzt eingesammelt? Den diagonalen. Dritte Etage. Auch der Gestampfe. Den fand ich ein bisschen mieser. Weil man schlecht einschätzen kann, wann man auf den draufstehen kann. Und wann man an den... Na, runtergefallen. Hüpf. Oh, da kann man nicht drüber springen. Das habe ich jetzt gehofft. Dann ist das tatsächlich ziemlich schwerer, wenn man Unbesiegbarkeit hat. Okay, egal. Ich will halt nicht gegrapscht werden von denen. Ah, Mann, dieser blöde Balken, ja. Ja, das ist sehr nett von dem Spiel. Da hätte man einfach sterben können, wenn das ein blödes Spiel gewesen wäre. Das ist der Kreis. Das ist der erste hier in der Etage. Wie gesagt, das Spiel ist gar nicht so schlecht. Muss ich wirklich sagen. Ah, das ist... Nee, Kreis. Das habe ich gedacht jetzt. Die Boxen sind... Das ist eine Etage weiter unten, ganz hinten. Boing, 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 boing. Also Sonic hat einen netteren Sprungsound und der ist schon widerlich. Okay, die Bowlingkugel. Hier könnte man auf die Lehne springen, warum auch immer. Na gut, nochmal. Der Sprung darüber ist ziemlich knapp tatsächlich. Ist gar nicht so schlecht, ne? Kann man wirklich nicht sagen. Ist okay. Spielt sich relativ gut. Es ist ein bisschen weird und so. Gerade wenn man jetzt hinterfragt, warum einen Gegner angreifen und warum das alles so ein bisschen ist. Aber wenn man das das auslässt, ist es jetzt gar nicht unbedingt schlecht. Es ist nicht irgendwie unfair schwer. AVGN hat das ja... Aber, weiß ich nicht, also es ist jetzt nicht unfair. Normale Spiele würden an jeder Stelle, wo dieses Spiel ein Loch hat, einfach Instant Death reinpacken. Und dieses Spiel hat eigentlich nur Instant Death durch die bösen Dudes, wenn die dich packen. Das ist ein bisschen mies, aber ist okay. Und man kann alle Rätsel selber rausfinden, irgendwie ist nicht zu kompliziert. Schon okay, also ist jetzt nicht das beste Spiel der Welt, bei weitem nicht, aber...
Das geht halt. Ich brauchte ein bisschen, dass das eine Attacke ist. Aber eigentlich ist die Attacke gar nicht so bad. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es müssen ja nicht alle Spiele gleich sein. Also, das Sliden ist irgendwie schon eine witzige Attacke. Und generell, die Attackmöglichkeiten, die man so hat, sind ganz okay. Kann man wirklich so sagen. Man kriegt relativ viele Leben auch und sowas. Spiel ist sehr kurz. Keine Ahnung, ob das positive oder negative Aspekt ist. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Das ist der Kreisschlüssel. Den muss ich dritte Etage. Der Endboss ist ein bisschen mies. Also den habe ich halt wirklich nicht rausgefunden. An ein paar Stellen, da geht man halt Game Over, weil man nicht weiß, was man machen muss. Obwohl das war jetzt eigentlich, war das an viele Stellen? Ich habe hier lange gebraucht, bis ich an den Schlüssel rangekommen bin. Der Schlüssel ist ein bisschen mies, aber man stirbt dadurch nicht. Der Endboss ist ein bisschen mies, also da bin ich halt letztes Mal gestorben und ich weiß immer noch nicht genau, was ich machen will. Ja, also der Endboss scheint blöd zu sein, aber keine Ahnung, weil ich halt wirklich nicht verstanden habe. Okay, wir sind jetzt schon im Endlevel. Und die Chase kann man cheesen, indem man einfach die Dudes abschießt. Weil die Dudes sind ein bisschen weird. Die sind zwar quasi Special-Gegner hier, aber wenn man die umbringt, dann bringt man die wie normale Gegner um. Das ist irgendwie witzig. Dann wird man bei dem Chase anscheinend, jedenfalls scheinbar, gar nicht mehr verfolgt. Also, the Chase ist es nicht mehr wirklich, sofern ich die umbringe. Ja, Mario Fan hat sich's quasi extra gewünscht für die Weihnachtszeit. Keine Ahnung, was dieser Flammenwerfer da macht. Der ist halt irgendwie da. Ich glaube, der schießt gar nicht. Nicht sicher. So, jetzt kommt dann noch so ein Dude. Was passiert, wenn ich in diese Richtung renne? Nix. Ich glaube, die haben nicht erwartet, dass man die abschießen kann. Ich weiß es nicht. Dabei ist es wirklich nicht so fern gegriffen. Man muss jetzt aber so die Gegnertypen hier nicht hinterfragen. Die sind weird. Aber es gibt Spiele, die das so weird machen. Fliegen den Mülleimerdeckel. Ich meine, warum nicht? Autsch, der hat sich ein bisschen schneller bewegt, als ich dachte. Ich hätte das eigentlich wirklich mal als Chase hier spielen können, um zu gucken, ob das schwer ist. Aber ich will auch meine kompletten Leben jetzt zum Endboss mit reinnehmen, damit ich einfach verstehe, wie der funktioniert. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich den Gegner besiegen will. Weil ich habe versucht, die auch schon abzuschießen wie normale Gegner. Das geht, aber die spawnen anscheinend neu. Dann ist da diese Tante oben auf dem Weihnachtsbaum, die spawnt, wenn man den Stern einsammelt. Und die wirft irgendwas runter. Und ich dachte, ich muss das einsammeln, aber vielleicht, okay. Vielleicht ist es was anderes, was man mit der machen muss. Ich werde mir die einfach mal ein bisschen länger angucken. Vielleicht wirft die irgendwie die Typen ab oder sowas. Habe ich jetzt auch noch eine ganze Pizza, nett. Noch ein ganzes Leben. Wenn hier noch ein Stück wäre, wäre das toll. Dann kriege ich noch ein Leben. Ups. Hier kriegt man nochmal einen Panzerwerfer ab. Als ob das irgendwie was bringen würde. Keine Ahnung. Hier kriegt man aber auch nochmal die Stun-Kanone, ob die was bringt. Die habe ich jetzt leider nicht eingesammelt. Ich stun den einfach mal. Damit ich ein bisschen Zeit habe. Also gucken, ob die was macht. Scheiße. Irgendwie passiert ja nichts. Ich denke halt, die wirft irgendwas runter, aber tut sie halt auch irgendwie nicht. Bin hier so ein bisschen fragwürdig. Ich gehe jetzt mal ganz runter wieder und versuche, die ein bisschen runter zu lotsen. Das ein bisschen schlecht klappt. Help! Mit Y. Okay. Die wirft. Wenn ich Help drücke. Auf einmal macht die Taste was. Wenn ich hier ganz oben stehe, glaube ich. Okay.
glaube auch Gaumod. So kann man es nennen. Ja, okay. Nächster Versuch. Ich glaube, das klappt jetzt. Stun-Kanone ist, glaube ich, ganz gut. Ah, oh, mies, ey. Ah, oh, komm, ey. Man muss auf einmal halt Knöpfe drücken, die vorher nie was gebracht haben. Die trifft die nicht. Scheiße, ey, das ist gar nicht so einfach. Oh, und wenn die einen packen, stirbt man auch instant. Schieß den einen erstmal ab, ey. Ja, Gaumod ist es vielleicht noch nicht. Bin mir noch nicht sicher. Da habe ich wieder eingetroffen. Scheiße. Oh, man, die Iframes sind auch so kurz. Oh, sie wirft auch von da oben. Scheiße. Oh. Einer ist weg. Come on. Yes! Okay. Was ist das? Ich kenne den Film nicht, aber anscheinend... Keine Ahnung. Ich glaube, das könnte das Ende sein. Ich bin mir sicher, das ist das Ende. Thanks! Dude. Oh, Kevin. Ist das, okay, die Mutter hat also diese... Was hat die eigentlich auf die Typen geworfen? Christbaumkugeln oder so? Könnte ich mir vorstellen. Nice, Twitch-Ads, sehr gut. Wie hat man die jetzt komplett mittendrin, oder wie? Ich dachte, das wäre nur bei, wenn man es schaltet oder so. Ja, das Ende. Die beiden sagen es gerade nochmal. Weil das ist halt eindeutig eine Sprechblase von denen. Die sagen The End. Ja. Nee, also das war auf... Ach so. Keine Ahnung, aber die sah aus wie die Mutter. Die Mutter hat die gleichen Brauntöne gehabt wie die. In den Haaren und so. Ach, ihr seid doch alles Kevin allein zu Haus Nerds. So, ja, das war's anscheinend. Ja, wie gesagt, das wird eine kurze Nummer heute. Hätte ich fast. Ich hab's halt gehofft, dass ich es beim letzten Mal noch beende, aber.